Mein Name ist Dennis Bornhöft. Ich habe dieses Buch geschrieben. Augenzeugenbericht, Auflösung von Materie, Entstehung von Gewitterblitzen und andere Beobachtungen. Ich habe diese Beobachtung 2004, 2005 gemacht. Mitten in der Natur und in meiner Wohnung in Bad Segeberg. Hier sieht man einen Nebelbogen. Hier sind drei Röhren. Drei Röhren aus Klarheit, kann man fast sagen, denn sie bestehen fast aus nichts als aus Teilchen. Hier in der Mitte ist eine Linse. Was das ist, musste ich erst erfahren. Darauf kommen wir später. Diese Linse erzeugt Teilchen. Hier unten war immer, ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann, hier unten war immer ein Dreieck und da war Licht drin. Sehr interessant. Aber es geht noch weiter. Es kam ein Gewitter, ein Blitz trifft die Linse. Sie wird schwarz. Schwarz wie das Bildrauschen eines Fernsehers, wenn er weiße und schwarze Pixel hat. Also dieser schwarze Pixel bloß 3 Meter im Durchmesser, durch einen Blitz getroffen. Wenn der Blitz weggeht, schaltet die Linse um. Sie bekommt in der Mitte einen Farbbalken und oben und unten wird sie grau. Ähnlich wie beim Fernseher, wenn der ausgeht, dann hat man da ja auch einige Farbnuancen. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben und das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe 2004, 2005. Das sind 1,5 Jahre und in der Zeit habe ich in meiner Wohnung in Bad Segeberg mit dieser Linse zusammengelebt. Und ich habe in der Natur, bin ich viel spazieren gegangen und ich habe die Linse öfter angetroffen. Sehr viel größer als in meiner Wohnung, aber sie war da. Hier haben wir beispielsweise ein Wolkenkreuz aus roten Wolken. Hier haben wir ein kleines Windrad. Vor dem Windrad ist ein schwarzer Punkt, ebenfalls wieder ein Dreieck, in dem Farbbalken entlanglaufen. In dieser roten Wolke läuft ein Teilchen um die Linsen herum. Hier sind Linsen in der Mitte. Das sind mehrere Teilchen, sie gehen wieder in die Wolke hinein, drehen wahrscheinlich und gehen wieder um die Linse rum. Ähnlich wie ein Arbeitstag bei einem Menschen. Hier an der Seite waren drei hellblaue Wolken. Und an ihren Enden waren auch weiße und schwarze Punkte in Abwechslung. Ähnlich wie dieser schwarze Punkt war er auch mal schwarz, mal weiß. Scheint eine größere Bedeutung zu haben, die ich nicht kenne, da ich selber keine Ausbildung als Physiker habe, wie die meisten Menschen. Aber ich habe es eben gesehen und aufgeschrieben. Hier ist ein Teilchen, das durch meine Wohnung ging. Es war ca. 3 Meter lang. Ich habe es mir gemerkt und aufgeschrieben. Man kann das alles nachlesen in dem Buch. Augenzeugenbericht von Dennis Bornhöft. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, aber das ist mit Sicherheit das Interessanteste. Ja, die Linse, die in meiner Wohnung war, die kann auch Gewitter auslösen. Ob sie nun der Grund für das Gewitter ist oder ob sie einfach nur ein paar Blitze beisteuert, kann ich nicht sagen, da ich nur Augenzeuge bin und kein Wissenschaftler. Das ist die Linse, wie sie entstand an der Dachseite meiner Wohnung. Es war eine schwarze Substanz, ähnlich einem schwarzen Nebel. Den kann man mit Magneten auflösen, die man hin und her fuchtelt. Und es entstehen dabei mehrere
Blitze, mehrere Dutzend Blitze von 20, 30 cm Länge. Es streuen sich Atome, in diesem Fall waren Steine, kleine Steine. Und es bilden sich auch zwei Linsen. Eine war stationär an der Wand und eine flog lustig durch die Wohnung. Und hier haben wir ein besonderes Beispiel für die Linse. Hier ist die Linse, hier nähert sich eine Spinne, das ist der schwarze Punkt. Die Spinne wird auf die andere Seite gezogen innerhalb von 2-3 Sekunden, dabei ist sie unsichtbar. Dann kommen blau-weiße Farbbalken und die Spinne ist weg, sie ist aufgelöst. Deswegen auch Augenzeugenbericht, Auflösung von Materie, Entstehung von Gewitterblitzen und andere Beobachtungen. Dies geht alles auf die Linse zurück. Und damit ist eigentlich ganz klar bewiesen, dass die Linse für Teilchenerzeugung zuständig ist. Und man sowas wie den CERN in der Schweiz oder das DESY in Hamburg eigentlich nicht braucht, da dies mitten in der Natur sichtbar ist. Man kann an einem schönen Wettertag, so wie heute, an mancher Wolke ein Blitzen erkennen und dieses Blitzen geht auf eine Linse zurück, die Licht streut. Und damit ist in meinen Augen auch bewiesen, dass die Linse tätig ist und dass sie nicht die einzige ist. Das sind Tausende, Millionen wahrscheinlich, die dafür sorgt, dass es uns gut geht. Ja, ich habe dann noch einige Experimente gemacht mit meinem Mikrowellenherd. Dabei entstand dann auch so etwas wie ein schwarzer Nebel. Dann sind hier noch andere Beobachtungen, die mit der Linse direkt zusammenhängen und meistens in der Natur stattfanden. Manche dieser Beobachtungen waren so schrecklich, dass ich alles abgebaut habe, von dem ich meinte, dass es irgendwie mit der Linse zu tun hat. Und das führte dann auch zu ihrem Verschwinden. Wahrscheinlich nicht verschwinden, aber sie war weg. Ja, ein Laser kann es auch bilden, die Linse. Viele Dinge. Hier ist noch was ganz Wichtiges. Es hat ein fremder Geist gesprochen. Es waren ganz normale Sätze, wie von einer sehr disziplinierten Persönlichkeit, in diesem Fall eine Frau. Und da ist überhaupt nichts gruselig. Und zur Geisterstunde war es auch nicht. Es war mitten am Tag. Der Geist sprach, ich könnte manchmal, das andere weiß ich nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber so wichtig wird es wohl nicht gewesen sein. In Träumen taucht der Geist auch auf. Dies sind ganz normale Bilder der Traumwelt. Und ob das gang und gäbe ist bei einigen Menschen, dass sie sowas haben, weiß ich nicht. Aber geben tut sowas. Wie gesagt, Dennis Bornhöft, Augenzeugenbericht, Auflösung von Materie, Entstehung von Gewitterblitzen und andere Beobachtungen, überall im Buchhandel erhältlich. Der Preis ist akzeptabel mit 13,95 Euro. Sollte man sich mal durchlesen. Es geht auf vieles zurück, was man sonst mit UFOs zusammen in Zusammenhang bringen würde oder mit neuerdings gibt es sogar Erdbebenlichter. Ich weiß nicht, ob das auf meine Öffentlichkeitsarbeit zurückgeht. Aber allzu deutlich scheinen sie das dann aber auch nicht gelesen zu haben. Ja, das war's. Ich hoffe, Sie lesen das Buch einmal. Sie können das ja auch über die Bibliothek bestellen. Danke.